Hallo und herzlich willkommen im anderen Screen. Ja, nachdem Akatsuki den zweischwänzigen Bijou gefangen hat und der dreischwänzige aus Kirigakure ausgebrochen ist, ist Darui ja immer noch auf dem Weg nach Konohagakure, um dort rumzuspionieren. Und er ist nun schon ganz nah, er ist quasi, man könnte sagen, vor den Toren von Konohagakure. Doch er wird überrascht. Er würde gerne rein, aber er wird überrascht, und zwar von, rein zufällig, Iruka. Ja, willkommen im anderen Screen. Darui steht tatsächlich vor den Toren von Konohagakure, genauer gesagt nebenan im Todeswald. Und er trifft dort auf einen Jonin aus Konohagakure, auf Iruka, der den Eindringling gerne vertreiben möchte. Wird es Iruka schaffen, Darui zu vertreiben, sodass er seine Mission abbrechen muss und nicht mehr weiter spionieren kann? Oder knockt Darui Iruka aus und verschafft sich Zugang nach Konohagakure? Beide spielen im Ultimate Jutsu-Typ. Und ich habe ja schon gesagt, der Todeswald, der liegt ja direkt neben Konoha. Wenn man drin steht, kann man ja quasi schon, wenn man mit ein bisschen Übung nach Konoha reinspucken und direkt neben Konoha an dem Walde, sage ich jetzt einfach mal, treffen diese beiden nun aufeinander. Go! Let the battle begin! Concentrate! Iruka versucht es mit einer Bombe. You fool! What the fuck? Come on. Oh mein Gott, Iruka hat Darui sein Ultimate Jutsu verpasst und ihm voll auf die Schnauze gegeben. Ja, man darf Iruka nicht unterschätzen, ein Jonin aus Konoha immerhin. Oh, sehr schöne Surf-Attacke von Darui. Aber wir haben ja gesehen, Darui sollte man nicht unterschätzen. Er hat Jugo und Suigetsu abgefertigt. Oha, da kommt seine Schwertattacke. Und Darui hat schon wieder aufgeholt. So einfach nicht. Oh nein, nicht schon wieder. Das darf nicht wahr sein. Autsch. Ja, Iruka, der gibt Gas und auf Darius Kopf findet sich eine ziemlich große Beule. Aber noch ist der Jonin aus dem Donnerreich nicht geschlagen. Beide setzen der Ultimate ein, wer ist schneller? Es ist Iruka. Das gibt's nicht, das ist unglaublich. Ultimate Jutsu Nummer 3. Darui wollte seins auch gerade einsetzen, aber Iruka war schneller. Und ich glaube, Darui, der wird es ein bisschen schwer haben. Denn das ist das 1:0. Darui ist schwer angeschlagen, Iruka hat die Nase vorn, aber noch ist der Kampf nicht vorbei. Let the battle begin. Mann, Iruka, ey, der hat's ganz schön auf den Kasten, weg mich am Arsch, ey. Oh, diesmal weicht Darui aus. Er hat dazugelernt. Kann er ausgleichen? Kann er sich tatsächlich Zutritt verschaffen nach Konoha? Das wäre natürlich schon etwas. Iruka hat es in der Hand, ihn abzuwehren. Oh, Darui weicht schon wieder aus. Nicht schlecht. Er hat gelernt. Er hat aus seinen Fehlern gelernt. Oh, sehr schöne Donnerattacke. Sehr schöne Donnerkombi, kann man quasi sagen. Es liegt an Iruka. Er muss ihn aufhalten.
Oh Mann, Dari rennt rein. Er ist doch schon ausgewichen. You fool! Dari war doch schon ausgewichen und dann rennt er noch rein. Ohne Spaß, die Reichweite von Irukas Ultimate ist ganz schön groß, muss man so sagen. Vielleicht sollte Dari jetzt auch mal mit seinem Ultimate versuchen. Das wäre vielleicht mal eine Maßnahme. Oops. Jetzt weiß man, wieso Iruka ein Jonin ist. Aber Dari scheint hier sehr gut ausgleichen zu können. Und beide setzen wieder ihr Ultimate an. Wer ist schneller? Ausgleich. Beide waren mit ihrem Ultimate gleich schnell. Das gibt es nicht. Und Dari weicht schon wieder aus. Wer ist schneller? Dari ist schneller. Boah, was für ein Kampf, ey. Oh, beide sind mit ihrem Chakra am Ende. Müssen es eigentlich erstmal aufladen. Iruka lädt auf. Das könnte jetzt sein Vorteil sein. Oh, Dari hat echt gar nichts mehr, was Chakra angeht. Er lädt es auch nicht auf. Jetzt lädt er ein bisschen was auf. Oh, wow. Das wird knapp, ey. Das wird verdammt knapp. Es laden beide immer so Stück für Stück auf. Na? Jetzt haben beide wieder genug für ihr Ultimate. Das wird interessant. Und beide setzen es wieder ein. Wer ist schneller? Es ist wieder ausgeglichen. Leck mich am Arsch. Alter, was für ein Kampf, ey. Oh, oh. Oha, Dari gibt Gas. Er scheint ausgleichen zu wollen. Und was für ein Angriff. Ich glaube, das ist der Ausgleich. Boah, Alter, Iruka lebt noch, aber ich denke, das war's gleich. Da kommt er wieder angeslidet. Ja, das war ein bisschen kurz. Na komm, Dari, jetzt machen weg. Den Ausgleich hast du dir verdient, sage ich jetzt einfach mal. Tja, jetzt liegen beide schwer angeschlagen am Boden, rappeln sich wieder auf. Dari ist schwer angeschlagen, Iruka ist schwer angeschlagen. Aber kann Iruka den Eindringling abhalten? Ja oder nein? Die Entscheidung jetzt. Let the battle begin. Oh, eine sehr schöne Slide-Attacke zum Anfang. Boah, beide geben alles, ey. Beide geben alles. Das Ultimate ging daneben, Iruka. Boah, Alter, jetzt geht's hier aber richtig ab. Dari führt nun mal. Kann er sich Zutritt nach Konor verschaffen? Man weiß es nicht. Oh, Iruka nutzt es nicht. Er nutzt die Bewusstlosigkeit nicht, die kurze. Er lädt sich lieber auf. Okay. Was ein Duell. Ja, noch kein einziges Mal das Ultimate gesehen von Dari. Das verwundert mich ein bisschen. Er versucht es auch irgendwie gar nicht. Also, er versucht es schon, aber er schafft es einfach nicht. Oha, oha. Schafft es Dari nach Konoha? Schafft er es über die Mauer? Das liegt ganz allein daran, ob er Iruka besiegen kann. Mann, was ein Kampf. Ja, Dari, das bringt nichts von der Entfernung. Das hätte ich doch so sagen können. Beide rennen aufeinander zu. Ja, also Jugo und Suigetsu hatten ja sehr große Probleme mit dieser Slide-Attacke, aber Iruka kommt damit recht gut zurecht, kann man sagen. Der blockt das alles weg, ey, leck mich am Arsch. Ja.
Boah, was ein ausgeglichener Kampf, ey. Die schenken sich auch nichts, ey. Die schenken sich nichts. Jetzt greift Darui wieder an. Aber Hiruka ist hellwach, er ist hellwach. Jetzt ist Darui wieder kurz ohnmächtig, aber Hiruka, ja, er möchte gerne sein Chakra aufladen. Das sei ihm gegönnt. Okay, jetzt hat Darui doch einen recht großen Vorsprung. Das darf nicht wahr sein. Not so fast. Hiruka holt auf. Nicht so leicht mit einem Jodin aus Konohagakure. Darui will es wissen. Er will es wissen. Oh, schöne Slide-Attacke. Was eine Schwertkombi. Bombenattacke gut abgewehrt. Das gibt's nicht. Hiruka gibt Gas. Hiruka gibt richtig Gas. Krabam! In your face. Oh Mann, das wird ein Fotofinish. Kann Hiruka den Eindringling aus dem Donnerreich abwehren? Kann er ihn abwehren? Darui weicht aus. Darui weicht dem Ultimate aus und verpasst eine Donnerattacke. Und das war's. Oh Mann, Hiruka hat gut gekämpft, aber jetzt ist er ohnmächtig. Er konnte den Eindringling zwar überraschen, aber er konnte es nicht verhindern, dass Darui es nach Konoha schafft. Und jetzt wird es richtig interessant. Jetzt wird es richtig interessant. Darui hat es geschafft, einen Jonin aus Konoha platt zu machen, ihn bewusstlos zu prügeln. Und nun schleicht er sich nach Konoha rein. Und was er dort, ja, finden wird, sage ich mal, das wird die Storyline weitererzählen. Bis im anderen Screen.